Okay, so was und damit herzlich willkommen zum weiteren Video von mir. Und ja, heute findet die Verlosung statt, der Death Adder Expert. Ich sage jetzt noch nicht so viel, ich sage euch gleich Teilnahmebedingungen. Davor möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, dass ich mir jetzt eine andere Moos geholt habe, und zwar die Death Adder Elite. Nicht die Expert, sondern die Elite habe ich mir geholt. Und ich verlose die Expert, um es nochmal klar deutlich zu machen. Also ich habe mir die Elite geholt und ich kann mit der einfach viel besser klicken, weswegen ich sie mir auch geholt habe. Weil die Expert gefiel mir vom Klicken nicht so gerne, nicht so gut. Das Einzige, was mich bei der Expert halt traurig macht, dass die halt keine Double-Clicks annimmt, aber... So, kleiner Einwand. Die Expert nimmt Double-Clicks an und die Elite nicht. Also was mich an der Elite traurig macht, ist, dass sie keine Double-Clicks annimmt. Das ist mir auch egal. Auf jeden Fall bin ich sehr mit der zufrieden. Ich kann ganz gut mit der refillen und jittern. Kann ich so bis zu, ja, 14, 15 CPS. Das ist schon cool. Und ja, Jungs. Also, die Teilnahmebedingungen sind auf jeden Fall, dass ihr mir einmal auf Twitch folgen sollt. Der Link meines Twitch-Kanals ist in der Beschreibung. Also, da einfach ein Follow da lassen. Und dann nimmt ihr automatisch bei der Verlosung teil. Es wird so 4-5 Tage dauern. Dann werde ich da unter den gefolgten Twitch-Leuten raussuchen, wer die Maus gewonnen hat. Denjenigen anschreiben. Und wenn er sich innerhalb von einem Tag oder so meldet, kann er die auch bekommen. Ansonsten würde ich es halt anderweitig weitergeben, weil das ist auch blöd, zu lange zu warten und so, wisst ihr. Also dann auf jeden Fall aktiv bleiben. Und ja, ich füge nebenbei so ein paar Bilder noch ein, damit ihr überhaupt wisst, wie die Maus aussieht, weil kleine Gebrauchsspuren hat sie natürlich, wurde ja von mir genutzt so. Und mir ist einmal Sekundenkleber oben drauf gekommen. Nicht wundern, die Death Adders haben an der Seite so ein Gummi, was nur nicht so gut festgeklebt worden ist. Und das ist mir dann damals halt abgefallen. Und deswegen habe ich das halt festgemacht und da ist mir ein bisschen Sekundenkleber halt daneben gefallen so. Und deswegen, ja... Ist das damals da ein bisschen aufgetropft. Und ja, das ist sonst alles, ist original verpackt. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall allen viel Glück. Ist natürlich eine gebrauchte Maus, wie gesagt. Und ja, Jungs, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle mitmachen würdet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Allen viel Glück und haut rein und tschüssi.